Noah, alles gut? Ja. Leute, heute ist wieder wunderschönes Wetter draußen. Ich habe euch ja letztens da diesen verzinkten Stahl in der Garage von meinem Schwiegervater gezeigt. Den bauen wir heute auf mit meinem Schwiegervater zusammen. Und ich hoffe, das klappt alles, weil der hat schon die Löcher gemacht. Die passen nicht 100%, da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Aber da habe ich jetzt Bock drauf. Die Kinder springen da rum, tipp, top. Ja. Kannst du mir helfen? Ja. Ja. Die Autos kannst du mitnehmen, ja. Enchanté. Enchanté. Hat er schon Vorarbeit geleistet, der Opa. Diese Löcher hier, die kleinen, die sind halt zu, weil die sind 6 mm gebohrt, also 6 mm aufgebohrt. Wenn man Sachen verzinkt, Stahl, da muss man mindestens 8 mm aufbohren, weil alles, was weniger ist, da läuft der Zink, der Flüssige nicht durch und die Löcher setzen sich zu, ne? Ganz genau so wie hier. Hier ist quasi die Ecke von dem Gestell und da habe ich hier auch 8er Löcher reingebohrt. Jeweils, damit der Zink da durchläuft und sich das ganze Ding hier nicht festsetzt. Und man muss beim Zinken, beim Verzinken darauf achten, dass man diese Rohre hier nicht zumacht, sondern überall hier so entweder Löcher reinbohrt oder die Kanten hier offen lässt, die Enden, weil sonst sprengt das Material. Theo, wie sieht's aus? Gut. Gut? Hallo, Mann. Dann fangen wir aus der Ecke an und dann einmal rum, oder was? Ne? Gut, machen wir das. Da wollte ich ja betonieren. Ja. Warum? Nö, ich habe sowieso gedacht, mal hier zuzumachen. Ja. Weil die Kinder ständig dahin werden. Ja. Die zwei sind ein bisschen problematisch. Ich habe mir das so gedacht, dass hier quasi die ersten Stangen hier in den ersten Pfosten reingesteckt werden. An einer Seite habe ich Gewinde. Oh, das ist einer ohne Gewinde. An einer Seite habe ich Gewinde gemacht, denn die schrauben wir jetzt raus. Die Schraube habe ich nur reingedreht, damit ich das Gewindeloch nicht zusetzt beim Verzinken. Dann setzen wir die Seite ohne Gewinde hier rein. So. Und schrauben den nächsten Pfosten quasi hier an das Gewinde dran. Da habe ich ein kleines Loch gelassen und ein großes. Ein kleines und ein großes. Und dann wird die neue Stange quasi wieder von hier zum nächsten Pfosten gesetzt. Ei. Nicht so tief. Ah, nicht so tief? Nicht so tief. Ach, ja, aber je tiefer wir kommen, desto näher wird das hier. Guck mal, du willst, dass der Boden dann 30 cm von hier ist, oder was? Also mindestens, hier. Ja. Mindestens? Ja, okay, dann kann man 40 machen, ja. Oder? Ja. Ja, dann 40, dann warte. Ja, okay, dann ist hier im Prinzip schon echt okay. Ne? So. Jetzt diese Löcher, die mit Zink voll sind, einmal durchbohren. Hier, warte, komm, hier, Wasser. Ja, scheißegal. Also. Nee, ich bohr das nur gerade durch. Wie dick ist der Draht, den du da durchziehst, Theo? Wie dick ist der Draht, den du da durchziehst durch die Dinger? Ich zeige dir. So Leute, das ist nicht gut, weil beim Verzinken ist die Schraube dann so fest da drin, dass man die nicht mehr rausgedreht bekommt. Na, das sind aber auch 8,8er Schrauben. Ich glaube, bei 12,9ern hätte das funktioniert, dass ich die wieder rausdrehen kann. Aber die brechen jetzt alle ab. Deswegen drehen wir die jetzt ab und machen ein neues Loch und das Gewinde von der anderen Seite rein.
Jetzt Tag 2 von dem Aufbau da, von dem Weinrebenstock oder wie man das nennt. Das mit dieser Drehmaschine hier, das war echt nur eine Notlösung gewesen. Also das ist nicht irgendwie zu vergleichen mit einer, die wirklich hochwertig ist und gut funktioniert. Ich wollte die erstmal noch ein bisschen überholen, bevor ich damit arbeite. Und das hat auch echt lange gedauert, jetzt einzurichten hier. Das ist so ein Schnellhalter, der irgendwann mal selber zusammengefrickelt wurde irgendwie. Diese Maschinen sind halt echt so fimpschig und kann man nicht vergleichen, wie gesagt, mit guten Maschinen. Aber es ist nicht schlecht, sowas manchmal zu haben, weil dann kann man sich behelfen. Ich finde es immer cool, wenn man sich ein bisschen behelfen kann bei vielen Sachen. Wenn man sowas nicht hat, dann wäre ich jetzt aufgeschmissen. Hätte ich das mit dem Akkuschrauber machen müssen, quasi mittig körnern und dann mit dem Akkuschrauber probieren, zentrisch zu bohren, was manchmal gar nicht so einfach ist. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Jetzt betonieren wir die restlichen Pfosten noch. Theo! Hast du Kamera? Ja, ja. So, ich komme jetzt. Weiter geht's jetzt, Theo, ne? Jawohl. Höhe stimmt? Ja, ne? Nur noch ausrichten. Ausrichten, die zwei Löcher habe ich auch schon gemacht. Ja, perfekt. Vielleicht das muss man noch korrigieren, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Dann erweitern wir die Löcher noch ein bisschen, wenn die nicht passen, erweitern wir die, dann sind die Fundamente auch stabiler. So, auf geht's. Hey! Ha! Warum machst du schöner wie meine? Du keine Freund oder was? Schwiegersohn, was Freund? Ach so, ja. Okay, ja. Korrekt. Gut, alles klar? Jo. Mike, hast du schön gemacht. Danke, Mustafa, danke schön. Ja, wenn der dich braucht, kannst du hier rüber zu. Ja, okay. Oh, du Scheiße. Was machst du? Ja, Scheiße, Mann. Der Eisen jetzt krumm, lang. Ja, echt, ey. Oh, mein Gott. Seid ihr schon weit? So wirklich richtig weit noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wir brauchen nicht mehr so lange. Der Opa fängt jetzt an, Beton zu mischen. Noch alles gut? Ja, ja, ja. Jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass man hier auch noch hätte einen Stab, einen so einen Querstab reinmachen können. Und dann hätte man das komplett mit diesem Draht alles spannen können. Und dann wäre das auf jeden Fall noch viel stabiler geworden. Aber so gefällt mir das richtig gut, muss ich sagen. Gefällt dir das? Super. Das ist die Hauptsache. Das ist echt, das super. Ist die Hauptsache. So, hier ist auch bald fertig. Da warte ich noch auf die USB-Platten und auf die Arbeitsplatte von meiner Werkbank. Dann geht es da auch weiter. Jetzt kommt auch schon das nächste Projekt. Da habe ich heute ein Paket bekommen, wo ich mich übelst drauf freue. Und zwar mache ich da oben so eine kleine Brüstung auf der Treppe, damit die Kinderchen nicht runterfallen. Und da habe ich hier die Glashalter bekommen. Vorher erzähle ich euch aber noch ein bisschen, wie das jetzt da draußen gelaufen ist. Perfekter kann man es immer machen. Ne? Also mir braucht jetzt keiner erzählen, dass ich da irgendwie Scheiße gebaut habe oder sowas. Das ist mit Sicherheit nicht die optimale Lösung mit diesen beiden parallelen Brettern und der Schraubzwinge, das da auszurichten. Es gibt bestimmt bessere Lösungen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich bin kein Betonbauer. Ich helfe mir immer so ein bisschen weiter so, keine Ahnung, mit den Mittelchen, die ich zur Verfügung habe. Auch mit der Drehmaschine halt auch. Ne, das ist ein Problem. Hat man dann irgendwie hinbekommen. Und besonders finde ich jetzt cool, dass ich meinem Schwiegervater mal was wiedergeben konnte. Jetzt zu den Dingern hier. Da sind sie. Ich habe hier so Endkappen bestellt. Glashalter. Wow, die sind stabil. Hammerhart, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass die so dicke Dinger sind. Auf jeden Fall sind das Glashalter mit hier unten so einem Einsatz, weil diesen Sicherheitssplint, der da durchgeht, den werde ich nicht nehmen. Ist auch scheißegal. Da kommt ein Video von irgendwann und dann seht ihr, wie ich da so eine kleine Brüstung aus Glas mache. Jetzt trinke ich erstmal Kaffee mit meiner Frau.
dass draußen jetzt ein bisschen am Regnen ist, ist relativ egal, weil sich das halt alles ein bisschen in Grenzen hält. Wenn es jetzt richtig anfängt zu regnen, dann glaube ich, ist das ein Problem. Aber so geht das noch. Der muss ja normalerweise... Hammerhart duschen wieder, ey. Der muss ja normalerweise auch immer feucht gehalten werden, der Beton, damit der aushärten kann. Und das erledigt jetzt der Nieselregen. Oh nein. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Normal habe ich jetzt die letzte Zeit immer hier drin gearbeitet, also oben bei mir im Haus. Und das hat mir nicht so wirklich viel Bock gemacht, wie draußen zu ackern. Ne? Das ist ganz cool, könnte aber ein bisschen schöneres Wetter werden. Ich merke gerade, Leute, mit den Videos ist das so auch ein bisschen problematisch, weil man sagt immer mal, gerade eben irgendwas machen. Da draußen ist das genau das Gleiche gewesen. Ich habe halt gesagt, wir machen das gerade mal so. Aber das dauert immer echt viel, viel länger, als man das so denkt, wenn man sagt, mal grad macht man das so. Ne? Ich denke, ihr kennt das, mal grad irgendwas zu schweißen oder zu bohren oder zu machen und zu tun, ist das nicht immer, ne? Sondern dauert halt in den meisten Fällen doch länger, als man denkt. Ich denke, wenn das da alles so gut funktioniert, wird das sehr, 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 sehr schön sein, dass da Südhang und die Weintrauben werden höchstwahrscheinlich und hoffentlich sehr, sehr lecker schmecken. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut und seid fleißig.